Ich geh mir selber auf die Nerven, so wie du mich auch nervst. Du nervst mich, weil du irgendwas von mir willst. Nur bist du gar nicht da und ich auch nicht, weil ich ja eigentlich nur eine digitale Lichtgestalt bin. Ich existiere ja gar nicht als ein jemand, der was sein könnte in einer Geschichte von einem transparenten, undurchsichtigen Körpermaßstab. Aber du nervst mich, weil ich mich nerven tue. Weil heute ist alles so grau, du siehst so, die Farben sind weg. Heute gehe ich in die Depression. Aber ich hoffe, dass ich so depressiv bin, dass ich gleich im Deep Rest lande. Deep Rest heißt tiefer Frieden auf Deutsch. Deep Rest. Ich bin Deep Rest. I'm Deep Rest. Also ich bin in tiefen Frieden. Wo immer ich auch bin, da kann ich gar nicht sein, weil ich bin absolut allein. Auch wenn ich mit dir sprech und die Liebe in deinen Augen sehe und dann gar nicht verstehe und nichts zum Verstehen gibt und dann wieder einer kommt, der es besser weiß oder der sagt, so soll's sein, so ein arrogantes Menschen. Geschlechtsreibungen und dann sind wir ganz friedlich und spielen zusammen Musik. Tanzen, schauen uns an und lachen und dann merke ich nur, ich fantasiere wieder. Fantastische Welt, alles ergraut, das Grauen ist perfekt und dann bestimmt auch wieder Farbe im Land. Der Winter kommt, es wird kalt, man muss einheizen oder die Zentralheizung geht. Anstrengend tut sich keiner, aber trotzdem fällt den meisten schwer, fröhlich zu sein darüber, dass sie ja gar nichts haben. Und dann haben sie doch wieder was und das, was sollte das sein? Außer ein Problem, dass sie halt was anderes wollen, als was schon da ist. Also dann leiden sie wieder in der Differenz zwischen dem, was schon sozusagen auftaucht und dem, was noch auftauchen sollte. Und dann werden sie von der Liebe total weggewischt. Und dann sagt die Liebe, ich bin auch nur ein Wort. Und es gibt gar keine Beziehung zwischen einem Subjekt und einem Objekt, weil das Subjekt das Objekt ist und das Universum ist ich und ich ist nicht vorhanden und auf einmal ist doch wieder das volle Potenzial von allen möglichen und unmöglichen Paralleluniversen da, die dann gleichzeitig in allem vorhanden sind, was natürlich auch wieder der Leerheit entspricht, also der Vergänglichkeit, die immer unvergänglich bleibt und dann geht einfach wieder weiter mit dem nächsten Schluck Wasser oder der nächste Atemzug, alles bla 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 bla. Nee.